Fitschler, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stimmen heute zum letzten Mal über die Verlängerung des ISAF-Mandates ab. Als einige von Ihnen das erste Mal über das ISAF-Mandat abgestimmt haben, war ich 19. Der Einsatz der Bundeswehr hat damit fast mein gesamtes bisheriges politisches Leben begleitet und auch in besonderer Weise das Leben von vielen Menschen in unserer Gesellschaft verändert und beeinflusst. Am 11. September 2001 habe ich zu Hause auf der Couch den feigen Anschlag auf die amerikanische Nation verfolgt und habe gesehen, wie das World Trade Center in sich zusammengefallen ist. Ich war mir damals der Tragweite dieses feigen Anschlages in keiner Weise bewusst. Wir haben erlebt, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie der Konflikt und der Krieg seitdem zum Teil unserer Realität wurde. Plötzlich war die Rede von Krieg, von gefallenen deutschen Soldaten. Allein die öffentliche Auseinandersetzung, liebe Kolleginnen und Kollegen, über die Begrifflichkeit des gefallenen deutschen Soldaten hat viel in unserer Gesellschaft verändert. Heute, fast 13 Jahre später, diskutieren wir im Bundestag zum letzten Mal die Verlängerung des ISAF-Mandates. Ich bin mir sicher, Kolleginnen und Kollegen, keiner von Ihnen hat sich die Entscheidung zu dem Mandat bisher einfach und leicht gemacht, und das ist auch gut so. Selbst wenn der Krieg Einzug in unseren politischen Alltag gehalten hat, darf er immer nur der letzte Ausweg in einem Konflikt sein. Ich bin mir sicher, dass es eine besondere Errungenschaft des deutschen Parlamentarismus ist, um die uns übrigens viele andere Staaten beneiden, dass die Einsatzfragen hier von Volksvertreterinnen und Volksvertretern beraten und beschlossen werden. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese besondere Errungenschaft, der wir uns immer und zu jedem Zeitpunkt bewusst sein sollten, müssen wir auch in Zukunft bewahren und verteidigen. Nur der Deutsche Bundestag soll darüber entscheiden dürfen, ob unsere Soldatinnen und Soldaten in Kampfeinsätze gehen sollen. Wenn wir heute nach Afghanistan schauen, sehen wir ein Land, das sich 6 Wochen vor einer wichtigen demokratischen Entscheidung befindet. Wahlen werden dort vorbereitet und man hat den Eindruck, die Menschen freuen sich darauf. Sie wollen wählen und wollen an ihrem Staat mitwirken. Dies zeigen nicht nur die millionenfachen Registrierungen für das Wählerregister, sondern auch die Berichte, die uns unsere Einsatzkräfte vor Ort bei vielen Gelegenheiten gegeben haben. Die Wahlen dort werden in eigener Verantwortung und in scheinbar relativer Sicherheit durchgeführt. Drücken wir den Menschen in Afghanistan die Daumen und wünschen ihnen viel Erfolg für diese wichtige Entscheidung, vor der sie stehen. Afghanistan hat sich aber auch auf den Weg gemacht, eigene institutionelle Prozesse in Gang zu bringen, eine eigene unabhängige Verwaltung zu schaffen und damit auch ein Stück Rechtsstaatlichkeit herzustellen. Sie entwickeln damit ein hoffentlich langfristiges Fundament, um friedlich leben zu können. Nebenher entsteht eine tatsächliche Zivilgesellschaft. Wer hätte das vor 13 Jahren gedacht, liebe Kolleginnen und Kollegen? Gleichzeitig und zusätzlich stellt man fest, dass nach jahrzehntelanger fundamentalistischer Bildungsfeindlichkeit heute wieder mehr junge Frauen und Männer Zugang zu Bildung haben. Die beste Voraussetzung und der optimale Grundstein für eine langfristige positive Entwicklung in diesem Land. In afghanisch-deutscher Kooperation wurden Krankenhäuser gebaut, um das Gesundheitssystem wieder auf stabilere Beine zu stellen. Die enorm hohe Säuglingssterblichkeit zeigt dennoch, dass wir gerade als Deutsche weiterhin Unterstützung leisten müssen, um den Afghanen eine positive Zukunft zu geben. Derzeit dienen etwa 3.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan. Ihnen und den zahlreichen Helferinnen und Helfern der zivilen Seite, der Kollege vor mir hat es extra noch mal gesagt, gilt mein besonderer Dank und ich hoffe auch unsere gemeinsame Anerkennung. Wir müssen aber mehr machen, liebe Kolleginnen und Kollegen, als einfach nur Dank zu sagen. Wir müssen uns darum kümmern, dass diejenigen, die ihr Leben in unserem Auftrag riskiert haben, nach ihrer Heimkehr die verdiente Anerkennung erhalten. Wir müssen uns darum kümmern, dass diejenigen, die es nicht unversehrt nach Hause geschafft haben, von unserem Staat dennoch eine gute Lebensperspektive erhalten. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen diejenigen nicht vergessen, die im Einsatz gefallen sind. Meine Damen und Herren,
Der Einsatz in Afghanistan ist von besonderer Komplexität. Wir alle müssen gemeinsam anerkennen, dass Fehler gemacht wurden und sicherstellen, dass die richtigen Schlüsse aus diesen Fehlern gezogen wurden. Zeigen wir den Respekt gegenüber der Leistung unserer Soldatinnen und Soldaten und erkennen wir an, was noch zu tun ist und vor uns liegt. Am 31. Dezember diesen Jahres wird der Kampfeinsatz enden. Niemand von uns darf naiv sein und denken, ab diesem Zeitpunkt ist Afghanistan ein Land nach westlichen Maßstäben und annähernd im Bereich unserer Demokratie. Es wird in Afghanistan auch für die Bundeswehr noch viel zu tun geben. Wir werden künftig als Partner zur Seite stehen und Aufbauhilfe leisten. Wir werden als Partner bei der Entwicklungszusammenarbeit und dem zivilen Aufbau eine wichtige Rolle spielen müssen. Und, lieber Kollege Gerke, wir werden auch, wie es Kurt Beck im Übrigen nicht die Linkspartei 2001 gefordert hat, in Verhandlungen eintreten. Und ich meine, dass es der Südpfälzer Kurt Beck damals war, der den Vorschlag mit den Taliban unterbreitet hat und nicht die Linkspartei. Wir müssen aber auch anerkennen, dass die Diskussion über Afghanistan noch lange Zeit Teil unseres Alltags sein wird. Junge Menschen, die heute in Afghanistan ungefähr so alt sind, wie ich es war, als der Einsatz begann, können sich nicht mehr an ein Leben ohne Krieg erinnern. Für sie stellt der Übergang vom Kampfeinsatz unserer Streitkräfte hin zu einer Unterstützungsmission einen wichtigen Wegpunkt dar. Einen wichtigen Wegpunkt hoffentlich hin zu Frieden, Freiheit und auch Demokratie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als Teenager im Jahr 2001 habe ich sicher keine Sekunde daran gedacht, einmal vor Ihnen um die Zustimmung, um die finale Verlängerung des ISAF-Mandates bitten zu können. Nehmen Sie bitte die bisherige Bilanz des langen Einsatzes wohlwollend zur Kenntnis. Gehen Sie auch den letzten Schritt gemeinsam mit uns. Ich bitte Sie deshalb um Ihre Zustimmung für den Antrag der Bundesregierung. Vielen Dank. Das war die erste Rede des Kollegen Thomas Hitschler im Deutschen Bundestag. Dazu gratulieren wir Ihnen herzlich. Und ich nutze den kurzen Moment der Gratulation, um noch mal darauf hinzuweisen, der Kollege Nuripur hat am Schluss seiner Rede etwas die Fremdsprachenkenntnisse der Kolleginnen und Kollegen überschätzt. Es ist nett, wenn man zu einem solchen rhetorischen Element greift, dann vielleicht auch noch die Übersetzung uns mit hin. Also das, ja, dann haben wir es hier oben alle nicht mitbekommen, da bitte ich um Nachsicht. Das ist jedenfalls auf alle Fälle so zu halten. Gut, danke. Dann werden wir als nächstes hören unsere Kollegin Heike Hensel.